Martin Creed. Martin Creed, auch ein großer Star, hier noch nicht so bekannt. Hat den wichtigsten englischen Kunstpreis, den Turner-Preis, gewonnen, glaube ich, 2001. Mit einer sehr provokativen Arbeit. Ja. Und kommt hier auch mit einer Arbeit an, die, die für Menschen, die 1980 Zürich brennt erlebt haben, natürlich auch eine gewisse Bedeutung hat. Der Titel ist Everything is going to be alright, alles wird gut. Eine Parole, die hier in Zürich allenthalben auf Betonwände gesprüht worden war. Bei Martin Creed ist es jetzt eine elegante, 15 Meter breite Botschaft in Neon, die wir aufs Migros-Hochhaus Herden montieren durften und die sozusagen als Motto von Art in the City in die ganze Stadt hinein leuchten wird. Und warum hat Creed das ausgewählt? Das war eine, sage ich mal, war eine Dialogsituation. Es ist eine Arbeit, die Creed schon in anderen Städten auch gezeigt hat. Ich fand aber, dass sie gerade hier in Zürich besonders gut passt. Und das ist ja auch ein grundsätzliches Thema. Was passiert, wenn man ein Kunstwerk in einen neuen Kontext, in einen neuen Zusammenhang tut? Also mich hat das interessiert, wie sich das verändert, wenn man das von Edinburgh wegnimmt und jetzt eben hier in Zürich zeigt, also wie das irgendwie ankommt, wie das anders gelesen wird, wie das anders verstanden wird. Ne? Die Referenz, das ist die Wohlgrund, da stand drauf, alles wird gut, nicht? Genau so. Genau.